Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir hier die Nefeklof-Map in der Version 1.0. Ja, die Map, die hat eine Größe von 252 Megabyte und ja, eigentlich eine ganz, auch eine schöne Map. Ja, muss man so sagen, Standardfrüchte sind verbaut. Es gibt einige Felder, es gibt einen Bauernhof, es gibt einen Kuh, einen Kuhstall extern vom Bauernhof weg. Der ist hier hinten dann verbaut. Und die Schafweide, die ist dann weiter hier drüben. Ich glaube, das war die Schafweide hier. Aber alles freie Weiden hier. Hier jetzt keine, aber hier oben haben wir eine freie Weide. Die Map ist nur für in der Version 1.0 und nur für PC verfügbar, gleich am Anfang, dass ihr gleich Bescheid wisst. Ja, hier steht noch drin, Kühe hat man nur im Schwierigkeitsgrad Anfänger, Hühner, gibt es noch einen kleinen Hühnerstall, allerdings ist das so klein, dass mit 30 Hühnern das eigentlich fast nicht zu beachten wäre, glaube ich, da könnte man ein bisschen, ja, ein bisschen mehr reinstopfen, weil es ist schon eine relativ große Fläche. Angepasste Nacht- und Tagfarbe steht da noch dran. 20 Produktionsprozesse gibt es hier wohl. Und ja, genau. Ich glaube, das meiste habe ich jetzt gesagt. Fangen wir mal hier unten an. Hier haben wir dann die Zuckerfabrik. Hier haben wir dann noch eine andere Produktions, was ich nicht entziffern kann. Hier haben wir dann vermutlich die Milchproduktion, Molkerei. Hier haben wir eine Verkaufsstelle. Hier hinten haben wir dann auch noch eine Produktions. ZZN2, was auch immer das heißt. Hier haben wir dann ZZN3, das sieht für mich wie eine Müsli-Fabrik aus, aber okay. Hier haben wir dann nochmal eine Fabrik, hier nochmal eine Fabrik, das ist wahrscheinlich die Traubenfabrik hier. Der Viehhandler hätten wir hier hinten, da haben wir nochmal Viehhandler zum Verkauf und hier haben wir dann nochmal eine Produktion, eine Tankstelle, hier ein Fahrzeughändler und hier drüben haben wir noch die Spinnerei verbaut. Hier drüben noch einen Zug mieten, der fährt übrigens auch hier rum. Dann haben wir hier ADM als Produktion, hier haben wir noch ADM Verkauf und hier haben wir ADM nochmal zum Einkauf. Und hier kann man, wie gesagt, den Zug mieten. Hier oben haben wir dann die Biogasanlage, hier drüben das Sägewerk. Hier haben wir dann noch eine Verkaufsstelle, ein Farmhaus hier hinten und hier auch nochmal eine Produktionsfabrik. Hier auch mal eine Verkaufsstation, hier hinten nochmal den Zug. Nochmal den Zug. Und hier haben wir praktisch den Hof noch mit dem großen Silo, die Werkstatt und dem Farmhaus. So, ich denke, das war's hier. Dann, was kosten die Felder? Wir haben jetzt hier die Preise. Ja, das sind dann schon, es sind schon größere Felder hier. Deshalb auch die Preise, denke ich mal, auch noch okay. Da kann man sich nicht beschweren, glaube ich. Vielleicht ein bisschen zu teuer, aber trotzdem okay. Genau. Ne, hier seht ihr die Sachen, was ihr verkaufen könnt und für was, wie viel ihr dann ihr bekommt bei der jeweiligen Verkaufsstelle. Hier mal so einen kleinen Überblick, dass ihr das zumindest wisst hier. Ne, von dem her. Das Fahrzeug gibt es auch, kommen wir auch gleich dazu. Tiere habe ich ja schon ein paar gekauft. Ihr seht, hier ist auch alles normal. Bei den Schafen ist auch alles normal. Und bei den Hühnern ist auch alles normal. Verträge haben wir auf der Map auch verbaut. Also auch kein Problem. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch kurz in den Fuhrpark rein. Was gibt uns der Motto zum Start dazu? Ein kleiner Kompakttraktor, dann drei mittelgroße Traktoren und einen Großtraktor, einen Mähdrescher und zwei Mähdrescher sogar. Zwei Autos, ne? Zwei Anhänger. Zwei Schneidewerke, einen Grubber, eine Scheibenegge, Saattechnik zwei Stück, Transportanhänger auch zwei Stück für die Schneidwerke und noch drei Gewichte. So, das ist der Hof. Da fahren auch Autos vorbei. Achtung, die sind ziemlich schnell unterwegs hier. Ja. Ich dachte erst, das ist der Hühnerstall. Ist es aber definitiv nicht. Der ist woanders auf der Map verbaut. Ja. Also hier geht's, hier kommt er rein. Hier drüben haben wir dann auch schon. Achtung, das Spiel wird ein bisschen Musik abgespielt. Ich halte mich jetzt hier nicht so lang auf. Ja, irgendwas, was ich auf jeden Fall hier abgespielt habe, ich schon gehört. Von dem her, ja. Ah ja, hier hinten hört man es ja. Genau, ich bin schon wieder weg hier. Von dem her,
Ja, ihr wisst ja, wie gesagt, hier drin wird Musik abgespielt. Da haben wir noch ein bisschen Stellfläche. Hier hinten geht es auch noch ein bisschen weiter. Also, ja. Na. Hier steht auch schon der Drescher bereit. Das große Silo dahinter. Hier haben wir dann noch eine große Lagerhalle. Um eure Gerätschaften. Unsere hinten noch eine Werkstatt drin. Hier nochmal Platz zum was hinstellen. Hier habt ihr auch noch mal ein bisschen Platz. Gegebenenfalls auch was zum Einlagern hier. Hier noch was einzulagern. Hier noch ein Traktor. Unterschiedliche Fläche hier. Was auch nicht überall bis jetzt war. Ne, bisschen hier versenkte Silo hier. Ne, auch eine lustige Sache hier. Es ist halt ein bisschen weiter unten. Auch nicht schlecht. Hier haben wir dann reihenweise von Abstellmöglichkeiten von Gerätschaften. Hier dann nochmal in kleinen Schuppen hier zum was reinstellen. Und hier halt das riesengroße Silo. So. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt rüber gleich zum Kuhstall. Der ist allerdings bloß ein Standard-Kuhstall. Der ist hier direkt neben dem Hof. Na, fahren Autos hier auch rum. Hier großen Wiesen. Hier haben wir dann auch den Zug mieten kann man hier. Kann man hier rufen praktisch. Hier geht es dann weiter und hier haben wir auch dann schon den Kuhstall. Was allerdings aber auch Standardstall ist, der geht jetzt hier rein. Ne, und der Kuhstall ist da hinten. Da haben wir noch ein bisschen Abstellfläche hier drin, genauso wie hier. Ne. Also von dem her, ja. Kühe sind hier. Aber man kennt es ja, das ist der Standardstall. Ja. Dafür ist der Schafstall nicht Standard. Das ist dann eine offene Weide sozusagen. Auch schön gemacht eigentlich. Hier könnt ihr übrigens auch rausfahren mit euren Gerätschaften hier zum Feld. Also ihr habt da relativ große Felder. Die sind schon richtig große Felder hier. Ja. Ihr seid selber von der Größe. Das hat schon. Ja. Hier auch wieder Feldwege und auch Waldwege hier in den Wald rein. Ja, ihr könnt jetzt hier weiterfahren natürlich. Hier ist noch ein Sendemast verbaut. Wir gehen jetzt mal kurz wieder hier rüber. Und hier ist auch schon die Mapbremse hier erreicht. Wir gehen jetzt hier einfach wieder durch den Wald durch. So, jetzt. Gut. Hier haben wir dann noch ein kleines Dekorations. Man kann hier wahrscheinlich auch Wasser ziehen, deshalb gab es hier auch einen Weg runter oder ist hier ein Weg runter. Na, sieht auch schön aus hier. Hat schon was hier. Wenn man das so anguckt hier, die Trampelpfad hier und die kleinen Holzbänke. Sieht schon schön aus. So. Hier die Kirche. Eine Burg haben wir hier auch noch verbaut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Hier auch Verkaufsstellen am Start. Ich glaube, das war die Bäckerei hier, wenn ich mich richtig erinnere. Hier haben wir dann noch den zweiten Drescher. Es gibt wohl zwei Höfe hier. Na, hier zum Beispiel. Das ist aber eher so ein kleiner Hof. Da gibt es auch nichts dazu. Hier gibt es nur praktisch die Hoffläche und die Abstellfläche und die Gerätschaften. Sonst ist hier gar nichts am Start. Und hier kommen wahrscheinlich bedingt durch den Schafhof hier, kann ich mir gut vorstellen. Hier ist der Schafhof verbaut, die Schafe kauft er hier. Passen, glaube ich, wie viele waren es jetzt nochmal? Waren, ne? Gute Frage jetzt. Ja, 60 Stück passen rein. Hätte ich locker nochmal das Dreifache reingestopft. Ne? Die Weide ist groß genug, das hält die aus. Habt ihr hier auch eine Unterstellmöglichkeit, wobei da wahrscheinlich auch die Paletten rauskommen, dann die Wollepaletten dann. Aber ist trotzdem schön geworden hier, so mit Wasser hier Futter reinschmeißen, funktioniert doch. Ne? Warum kann nicht alles so gemacht werden? Ne? Gut, jetzt haben wir hier, wo war es jetzt? Hier war es nicht, das war irgendwo hier auch. Ne, das war nicht hier. Das war nicht hier. Noch den
den Hühnerstall hier verbaut in einem Wohnhaus. Ist aber nicht hier, das ist woanders. Da muss man sehr aufpassen, dass man alles entdeckt hier. Da drüben ist auch nochmal ein Stadtbereich, glaube ich, genau. Wir kommen ja gleich dazu. Hier haben wir dann noch eine Unterstellmöglichkeit für Gerätschaften. Ja, vielleicht auch bedingt durch die BGA hier drüben. Wir gucken uns das gleich mal an. Auch hier kann man jetzt praktisch hier von der Straße runterfahren aufs Feld. Finde ich auch super. Sieht man auch nicht immer. Oder hochfahren, je nachdem. Hier haben wir eine große BGA verbaut. Zwei große Bunkersilos hier. Und auch hier geht dann der Feldweg entlang unter der Brücke. Die Brücke ist auch schön reingebaut. Die kann man natürlich auch befahren hier. Hier haben wir dann noch das Sägewerk, soweit ich mich erinnere. Na, hier drüben. Dann gehen wir hier mal noch weiter. Ja, das sind schon richtig große Felder hier. So. Hier machen wir noch einen anderen Weg, Platten. Ne? Kann man auch machen. Hier gibt es auch wieder den Zug zu mieten, wenn ihr den braucht. Den könnt ihr hier dann auch wieder mieten, hier an der Stelle. Und da drüben ist auch schon die Burg. Wir gehen jetzt mal darüber. Und dann sind wir praktisch schon wieder, fast schon wieder am Ausgangspunkt. Na, hier geht hier gut, klar, hier geht es noch weiter hintere. Aber da sieht man jetzt, glaube ich, hier gab es bloß noch Felder hier praktisch. Ne? Alles Grasflächen, hier hinten noch Flächen. Waldflächen hier. So, hier mal noch die Burg. Wir nehmen es jetzt einfach mal am Rand hier mit. Upsala. Geht auch hier ein Trampelpfad entlang. Gut, und dann haben wir hier noch eine Verkaufsstelle hier. Genau an diesem Farmhaus hier haben wir eine Verkaufsstelle. Und dann haben wir hier, genau hier, um die Ecke biegen hier, haben wir dann den Hühnerstall. Wie gesagt, da passen aber so wenig Hühner rein, dass ich sage, das ist deutlich zu wenig hier. Na, also das waren, glaube ich, keine 30 Stück hier. So, hier haben wir dann noch eine Verkaufsstelle, auch mit Tor. Mehrere Verkaufsstellen oder Produktion, je nachdem, was ihr halt gerade benötigt hier. Habt ihr ein paar Möglichkeiten, was zu kriegen hier. Sozusagen der Industriekomplex hier von der Karte. Und ja. Ja, ich denke, das war schon das meiste hier. Ich glaube, viel mehr kann ich hier gar nicht zeigen. Ja, ihr habt jetzt hier richtig, richtig große Felder hier. Hinten fährt der Zug. Auch hier gibt es einen Feldweg. Ein Waldweg, je nachdem, wie man das betrachtet hier. Ne, bis dann her. Und gut, ist hier hinten können wir mal noch kurz rüber gehen. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Hier, wie gesagt, noch Produktion bzw. Verkaufsstellen. Hier noch ein See. Und ja, viel mehr kann ich nicht sagen. Auch hier gibt es übrigens auch noch eine Zufahrt zum Wasser. Das heißt, hier dürfte man wahrscheinlich Wasser ziehen können. Ja. Ich würde sagen, gucken wir nochmal in den Lok rein. Die Lok scheint sauber zu sein, da ist nichts, das passt soweit. Und deshalb ist es auch in Ordnung. Wie immer, Download-Link ist unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr es hier runterladen. Und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen oder ein Abo, würde mich freuen darüber. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis denne, macht's gut und ciao.